Willkommen zurück bei 7 Days. Ich habe jetzt ein paar Ressourcen gesammelt. Die Bäume muss ich hier natürlich irgendwo umlegen und habe noch ein bisschen weiter gebaut. Aber nicht sonderlich viel. Jetzt ist wieder tagsüber, das heißt, ich werde Missionen machen und nachts mich dann wieder um mein Haus und die Ressourcen kümmern. So. Guten Morgen. Möchtest du mein Haus begutachten? So. Runter von meinem Grundstück. Gut, dann werde ich jetzt erstmal den Krempel wegpacken. Hier, jetzt habe ich hier nämlich ein bisschen Lehm. Oh, hier ist auch voll. Eier, Fleisch. So, 5 Holzwürfel habe ich noch. Und ich habe wieder einen Pfeil mehr. Davon habe ich jetzt 5. Okay. So, da hat sich nichts getan. Und die 5 Holzwürfel. Naja, ich weiß auch nicht, wie weit ich in die Richtung baue. Das werden wir dann sehen. Oh, warte mal. Ich bin durstig. Ich habe nichts zum Dursten. Ich brauche was zum Dursten. Habe ich noch irgendwo was zu trinken? Und aus. Erstens sind hier Fleisch und Eier. Zweitens das. So. Die 3 Kisten nehme ich mal mit. Da irgendwo was. Hier, seht ihr? Noch mehr Fleisch und Eier. Okay. Ja, wie gesagt, ihr seht ja, ich muss dringend das Zeug sortieren. Die Dose nehme ich mal eine mit. Oder? Nee. Essen habe ich genug. Getränke habe ich nicht genug. Ich brauche 100 Plastik. Oh, wir haben 100 Plastik. Wasser. Nein. Wie hieß das Ding? Sammler. 100 Plastik, 4 Eisenrohre, 4 Klebeband. So. Wir fertigen einen Tausammler. Den kann ich auf der Seite hinstellen. Ja, oder ich stelle den hier vor die Tür. Genau. Den werden die ja nicht kaputt machen, wa? Wenn doch mal jemand vorbeikommt. So. Okay. Thema erledigt. Jetzt gucke ich, ob ich drüben noch was zu trinken habe. Moment, ich komme gleich wieder. Eine Mission haben wir ja. Bring die Vorräte zurück. Hier ist nichts zu trinken. Hier ist nichts zu trinken. Hier ist nichts zu trinken. Ich hoffe, wir finden unterwegs was. Ansonsten haben wir ein Problem. Oh, warte mal. Hatte der nicht Automaten hier stehen? Wenn ich schon so viel Geld habe, ja. Was gönnen wir denn dir? Oh, 500. Naja, egal. Brauchen wir.
Nahrung 22, Wasser 78. Danke. Der verkauft dir nichts. So, ich werde jetzt was essen und vor der nächsten Mission werde ich Ups, Entschuldigung. Ach, egal. Komm her, Mädel. Ups. Wow. Mir reicht nicht daneben. So. Gut. Ja, Abflug. Genug Zeit verplempert? Wir haben eine Mission. Ich müsste mehr Plastik sammeln, damit ich zweiten Tausammler bauen kann. Und Eisen. Ich werde es nachts machen. Ja, du bist durstig. Hallo Huhn. Ich werde tagsüber Missionen machen. Und nachts werde ich mich dann ums Haus kümmern. Muss er tun? Tagsüber Mission machen und nachts dann Haus und der Rest. Ressourcen. Moin. Sag mal. Komm mal her. Wo willst du denn hin? Ach, du willst zu dem Hasen? Ja, vergiss es. Wo war denn der? Da. Danke. Weil ich schon mal hier bin, kann ich mir auch gleich den Honig mitnehmen. So. Diesmal hat es geklappt. So, noch 600 Meter. War ich hier eigentlich schon mal? Ja. Da sind Steine. Ja, Holz werde ich reihenweise brauchen. Richtig viel. Moin. Weißt du was? Dich mache ich mal platt. Dann kann ich nämlich die Federn hier mitnehmen. So. Oh, da läuft ein Dicker. Moin. Ganz deiner Meinung. Ach, du bist das.
Wieder Honig. Erledigt. Kriege ich meinen Pfeil wieder? Natürlich nicht. Na, so, jetzt. Moin. Oh. Wow. Cooles Gebäude. Ranger Station Echo. Ach, da drüben ist der Startpunkt. Warte. Kuckuck. Auf der Seite. Hier bin ich. So. Straße. Das Übliche. Block hinstellen. So. Ich habe ernsthaft 31 Pfeile. Cool. Das heißt, ich darf dir einen Pfeil geben. Ich habe wieder genug. Er steht wieder auf. Ui, der hat gesessen. Neun Uhr. Zeit, mit der Mission anzufangen. Okay, so. Das nehme ich mit. Sicher ist sicher. Let's go. Moment bitte. Oh, LKW auch. Der ist nicht nur Deko. Ja, toll. Oh, Hundehütte. Ist es geplant, dass ich hier oben rumlaufe? Ich glaube nicht. So. Dann gehen wir mal wieder runter. Mal gucken. Hier geht's rein. Oder auch nicht. Na gut. Verschlossen. Doch, dann geht's hier rein. Genau. Einmal rüberknistern. Und die dann trotzdem nicht bemerken. Nichts, nichts,
Okay, weiter. Da kriege ich die Tür auf. Oh, so einer. Hui. Nicht genug Ausdauer. Weil ich vergessen habe, den Smoothie zu trinken, wa? Los, rein damit. So, ich bin nicht mehr durstig. Da unten bist du. Na komm her. So. Was? So, jetzt. Okay, weiter. Die Kiste ist nichts. Bücher. Handwickel. Speere und Handfeuerwaffen. Oh. Jetzt geht die nicht mehr zu. Und da ist die Hundehütte. Die ist verschlossen. So, mein Freund. Soldat. Oh, der kann einstecken. Ja, bleib liegen. Oh, ein Revolver. Und Munition. Wunderbar. Adrenalinstoß. Wenn du mindestens 5000 Dukes bei dir hast, kannst du aus Höhen bis zu 15 Meter fallen, ohne Schaden zu erreichen. Erhalten. Alles klar. Bist du alleine? Danke. Zurück zum Händler. Ich würde sagen, wir machen trotzdem erstmal zu Ende hier, wa? Handwerksfertigkeiten. Danke.
Moin. Ja. Da versackst du Boden, wa? Oh, ist niemand, aber hier ist ein Nest. Und bei Missionen heißt Nest. Hier sind Geier. Und ein Kochbuch. Da ist ein Airdrop. So. Der ist aber zu weit weg, um den jetzt zu holen. Und hier müssen wir hoch. Okay. Wusste ich's doch. So langsam kenne ich euch doch schon. Verschlossen. Danke. Ist aber das einzige Tor. Soll ich hier runterklettern? Nein. Aua, aua, aua. Ah, Licht, Fenster. Und ein Tresor. Wow. Wo kommst du denn her? Okay, jetzt wird es mal Zeit, dass ich mir A, den hier reinpfeife und B, Verbesserung von Samen. Goldrute und Chrysanthemen kann ich Samen herstellen. So, Steinpfeile 17. Und hier mache ich Elektrik. Benutzen. So, dann sind wieder ein paar Felder frei. Waffenschrank. Okay. 8, 7. Klick. Tresore. Hast du den Code für einen Tresor vergessen? Lerne, wie du ihn leichter und schneller knacken kannst. Verursache 10% mehr Schaden an Tresoren. Abgesägte Schrotflinte erhöht die Projektilausbreitung, verringert die Streuung und ein Stock. Moment, meiner macht 13,2 und der macht 15,6. Bei Stufe 3. Der hier macht... Wo haben wir den jetzt? Hat den nicht gerade mitgenommen? Er zeigt mitgenommen. Der macht 13,25. 15,27. Aber durch die Dinger, wa? Warte mal, wie viel machst du ohne? 14,26 und halt. 13,25. Nee, der ist immer noch schlechter. Ich zerleg den. Ich zerleg den. Ja. So.
Oh, so einer. Autsch, das gab was aufs Kinn, mein Freund. Rüstungen. Okay. Du hast nichts zu verbergen, du auch nicht. Da ist verschlossen. Ah. Ein Schmarrer. Und ein Kochbuch. Ein Pennertopf. Ein Pennereintopf. Und Medizin. Zweimal. Honig und Verbandsmaterial. Bögen. Danke. Na toll. Wenn wir jetzt hier vor der Treppe Honig und Verbandsmaterial kriegen, dann heißt das doch bestimmt... Das werden wir jetzt brauchen. Eins, zwei, drei... So, du bist langsam. Oh. Pack mal deine Gedärme wieder ein, das sieht ja widerlich aus. Und du mach hier nicht alles kaputt, ich will noch looten. Wow. Wow. Bisschen rabiat, oder? Zigarren erhöhen deine Stärke. Lass dich cool aussehen. Ach so, deine Handelsfähigkeit. Diese Modifikation verringert die Abnutzung. Ja, cool. Sichere Fallhöhe, Rüstungswert, Bergarbeiterstiefel. Oh, ich brauche mal Platz. Da ist doch irgendwo einer. So, erstmal gucken, was ich jetzt gelootet habe. Also. Die beiden kommen mal bitte weg. Die Drossel habe ich, glaube ich, schon eingebaut in meine Schrotflinte, oder? Ja. Ich gucke mir erstmal die Stiefel an. So, meine Stiefel machen Samenernte. Rüstung 12,9. Rüstungswert 18. So. Eisenbolzen für Armbrust brauche ich nicht. Papier brauche ich auch nicht. Das schmeißen wir schon mal weg. Strukturelle Klammermod. Warte, die wollten wir doch jetzt irgendwo einbauen, wa? So, wieder Platz frei. Brauchst du nicht so Lärm machen da draußen? Ich komme gleich zu dir hin. Oh! Oh! Ja, und ich habe jetzt meine ganzen Federn, immer in Pfeile gesetzt, wa? Eisenbolzen für Armbrust. Okay. Schmeiße ich den Sand raus. Hä? Warum kann ich nicht nachladen? Doch, kann ich doch. So. Dann muss ich die noch irgendwo reinschmeißen. Also den brauche ich nicht. Dann verkaufe ich lieber die hier. Ach egal, weg mit dem Leder.
War hier was drinnen? Nein. So. Ach so. Wo bist denn du? Wo ist der Typ? Hat ihn oben übersehen gehabt? Ach, den suche ich jetzt nicht. Sollte doch da weiter Lärm machen. Ja, der ist da oben. Egal. Machen wir uns wieder vom Acker. Flatterte hier gerade noch einer rum? Ach, da hinten. Hier ist nix. Ja, ich weiß, du bist überlastet. Komm hier, mach mal Happa Happa. So. Nein. So. 4. So. Okay, ab nach Hause. Wo geht's nach Hause? Ach, da. Warte mal, Kumpel. Kannst du mir bitte kurz helfen? Cool. Danke. Ach so, die muss ich ja hier mal nachladen. Ja, toll, jetzt darf ich wieder Federn sammeln. Weil ich möchte Armbrustbolzen herstellen. Ahaha. Warte mal, ich habe die noch gar nicht verglichen, wa? Ah, da waren Federn. Danke. B. Mach die Armbrust 63 plus 200 und du machst 35 plus 200. Geschossgeschwindigkeit 31, 20. Und du machst 71, 26. Okay, Entscheidung ist gefallen. Steinbolzen für Armbrüste. Danke. Hier lag irgendwo ein Fahrrad rum. Da. Gut. Dann würde ich sagen, habe ich eine neue Waffe. Und momentan eine neue Lieblingswaffe. Ich fahre mal einen kleinen Bogen, damit ich nicht exakt den Weg zurückfahre, den ich hergekommen bin. Weil hier gibt es noch Honig. Und vielleicht gibt es hier auch noch... Nee, da gibt es keinen Honig. Das eine oder andere Nest. Hier gibt es Honig. Ich sehe doch den Deckel da schon rausgucken. Oder auch nicht. So. Da haben wir noch eine Chance. Diesmal werde ich nicht so optimistisch sein und sagen, dass es hier Honig gibt. Aber hier gibt es welchen. So. Was hast du Schönes für mich? Holz und noch mehr Holz. Oh, wir haben jetzt schon 500 Holz. Und Honig.
Holzblöcke. Ein bisschen Holz hebe ich mir auf, aber den Rest mache ich zu Blöcken. Den Schmatter machst du mal weg. Ah ne, den behalten wir, den wollen wir verkaufen. So. Steinpfeil. Nein. Ist der falsche. Was willst du? Ede. Ich hab eine Armbrust. Oh, und ich sollte so langsam die normalen Pfeile nehmen. So. Gut. Trader Rekt ist da. Okay. Oh. Diese Ware nicht einfach mal umkippt und dann weg ist. Die militärische Befestigung gefällt mir gar nicht. Ich wette, da wimmelt es von Soldaten. Da war noch ein Nest. Dann nehmen wir das hier. So. Gott, gleich 18 Uhr. Aber wir haben gut Ressourcen gesammelt. Hier ist noch ein bisschen Holz. Noch mehr Honig. Wuhu. Dann sollten die nächsten Infektionen kein Problem mehr sein. Also die Probleme, die wir am Anfang hatten, die hatten wir auch nur am Anfang gehabt. So, da ist noch einer. Klappt ja wie am Schnürchen heute. Okay, diesmal gab es nur Holz. Gott, das will ich gerne im Garten haben. Ich kloppe mit einer Axt auf den Baum und da kommen fertig gesägte Bretter raus. So. Da ist Trader Rekt. Moin. Also, wir haben drei Wasser. Ach, erstmal alles rein hier. So, die hier. Steinbolzen. So, alle drei hier erstmal. Die wollten wir verkaufen. Die behalten wir. Die behalten wir. Das behalten wir. Das verkaufen wir. Das behalten wir. Gut. Und noch mehr Fleisch. Okay. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich schon eine Schmiede bauen kann.
Nein. Und eine Werkbank? Nein. Na gut. So. Ja, dann ist wichtig, dass wir irgendwann die Dinger finden für die Schmiede. Trader Act. Willst du mir vielleicht die Watch your back. Well, I guess I'm gonna have to pay you now that you did it. Erntewerkzeuge, Bauplan, gedämpfte Verbindung, Handgriffmod und 5 Dietriche. Verringert den Lärm von Rüstungen, den Bauplan. Da hilft mir das wohl am besten, wa? Ja. What's the matter? Can't buy so, what you're looking for. Armored up. Handyland. Reparaturwerkzeuge. Shotgun. Den brauche ich. Kneipenschlägerei. Nee, die hat aber keine Arbeitsfläche. Dings. Na gut. Kochtöpfe. Toll, jetzt hat er Kochtöpfe und alle, was wir brauchen. Well, you better get your ass to crack a book, cause you're dumber than dirt. Nachts die Stromzufuhr wiederherstellen. Würde ich ja gerne mal machen. I got work to do, if you don't mind getting your hands Kabinett. Dirty. You better not fuck this ich probier's up, mal. Or I'll cut your goddamn throat. Ich weiß immer noch nicht, wie groß die Schmiede ist. So, ich werde jetzt. Hier war leer. Hier ist doch Zeugs drin. Jetzt nicht mehr. Okay. Die nehmen wir auch mit. Das war's eigentlich. Ach so, hier. Waren hier noch Pilze oben drauf? Nein. Ach so, wir wollten ja noch die Mods verkaufen. Stimmt, da war was. So. Unser kleines Häuschen hat ausgedient. Traderick, ich habe noch ein gutes Angebot für dich, was du nicht ausschlagen kannst. Also, ich hätte hier ein paar Schuhe für dich. Eine Mod. Noch eine Mod. Ja. Ohne AK für 1005. Wow. Fernkampfschaden 40. Die macht Fernkampfschaden 34. Wäre aber eine Überlegung wert. Grundausbildung zum Feuerwehrmann. Verursache 10% mehr Schaden an Kohle und verbranntem Holz. Ja, gut. Knife Guy, Medical. Handyland. Fertigung. Ach, nehmen wir mit. Oh, you want a guarantee, huh? Well, maybe you should try Shamway. So. 20 Uhr. Wir müssen jetzt noch 1 Kilometer nachts zurücklegen. Weil wir nachts Stromzufuhr wiederherstellen müssen. Ich werde versuchen, möglichst viel Zeit tagsüber zu fahren, also jetzt. Damit wir, uns nicht noch den Weg dorthin kämpfen müssen. Weil ich denke mal, dass wir nachts genug kämpfen müssen dort.
So. Erstmal alles weg. Halt, warte. Die wollen wir lesen. Das behalten wir. Da ist nichts. Warte mal. Achso, war eine Ersatzpistole. So. Das ist unsere Wrench. Das ist eine falsche Wrench. Den behalten wir. Honig behalten wir. Aber weißt du was? Wir machen die Pfeile und den Bogen weg. Verändern, was ist da drinne? Pfeilauflagemod. Geht die auch auf die Armbrust? Nein. Wäre ja auch logisch. So. Ich lasse den Pfeil hier. Pfeil und Bogen. Wobei, das sind 50 Pfeile. Ich habe 16. Ich lasse das hier. Ich lasse die Fackel hier. Den Honig nehmen wir mit. Die Dukes lassen wir hier. Kerze. Wobei, wir sind nachts unterwegs. Ich sollte eine Fackel mitnehmen. Schrotflinte lasse ich hier. Davon haben wir eine. Reparaturkits. Da. Reparieren und das Fahrrad werde ich auch mal reparieren. So. Ich habe 51 Pfeile. Was macht ihr? Ergonomischer Griff. Erhöht die Waffenhandhabung von Bögen. Ach so. Aber nicht von Armbrüsten, oder? Nein. Muss alles noch sortiert werden, oh Gott. Hier ist schon wieder eine Waffe zu viel. So, und jetzt mache ich hier rein den Ersatzbogen und die Pfeile. Let's go. Oh. Oh oh. Ach, egal, ich nehme die Zeit. So. Hallo Karnigel, du wirst mal verschont. Ich nehme nur noch Nester und Baumstümpfe mit. Noch ein Nest, aber noch ein Nest. Hier muss auch ein Nest sein. Bäume. Oh oh. Es ist 22 Uhr. Zombie-Zeit. Ich sollte nicht zu viele Nester übersehen. Sag jetzt nicht das Militärlager. Ah nee, dahinter. Okay. Ich dachte schon. Ich
Dachte schon. Oh komm, fangt jetzt nicht mit solchen Geräuschen an hier. Ich sollte mal langsam in die Stadt fahren. Nein. Moin. Das ist unhygienisch. So. Wir sind da. Wow. So, Rezepte. Steinbolzen. Dann fangen wir mal an. Das pfeife ich mir mal vorher rein. So. Okay. Nachgeladen. Halt, nein. Jetzt bist du nachgeladen. So. Du bist nachgeladen. Du bist nachgeladen. Und du bist nachgeladen. Und ich bin sowas von geladen, Freunde. Da war einfach ein anderes Auto. Mal. Ich mache mir mal zwei Holzklappen, falls ich Türen absichern muss. Der war schon tot. Sie lebt noch. So. Fragen? Gut. Oh, jetzt kommt es von draußen. Die haben mich gehört. Oh, was kommt von draußen rein? Oh, ein Buch. Arbeitsstationen. Ja, mach mal bitte auf. Oh, shit. So, da ist der Generator. Ja, einen Moment bitte. So, jetzt zu dir.
Okay. So, haben wir noch was zu trinken bei? Nur trübes Wasser. Hoffentlich finden wir was. Hallo? Ja. Yeah. Stahlbarren. Oh, da war ein Buch bei. Das benutzen wir, da sind wir um eins weniger überladen. Nägel. Ah ja. Nee, da ist nichts hinter. Aber hier ist was hinter. Medizinbuch. Und Schmerztabletten. Bleib liegen. Da liegt doch einer. Oh, guck mal. Hey! Ja, so. Andere Waffe. Okay, was wetten wir, dass gleich diese beiden Türen aufgehen? Mal sehen, ob ich mich da anschleichen kann. Mann, bist du blöd. Hast du die Pfeiler nicht gesehen oder was? So. Ah ja, hier ist Endblut. Danke. Legendäre. Ach, das sind die legendären Teile. Athletenhandschuhe. Mit Ausdauerbonus. Wutmodus. Nachdem du getroffen wurdest, sind Raufangriffe um 20% schneller und deine Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Nehmen wir mit. Erhöht die Magazinkapazität für Pumpguns. Das ist schon mal gut. Shotgun Messiah. Was ist das? Working Stiff Tools. Arbeitsstationen. Da ist die Schmiede. Handfeuerwaffe. Selbstgebaute Pistole, Qualität 4. Und Munition. So, jetzt können wir gucken. Schmiede. Da ist er. 50 Pflastersteine, Holzklotz, Leder, Klebeband und Eisenrohr. Sollten wir hinkriegen. Holz. Was ist hier hinten noch? Sturmgewehre. Was wird das hier wichtiger? Die können wir wieder zerlegen. Die brauchen wir nicht. Genau. Na ja, gut. So,
Wasser mitnehmen. Brauchen wir. Und jetzt haben wir hier noch den letzten Generator. Hey. Luft, Benzin, Zündfunke. Und dann läuft's auch. Wenn alle zur selben Zeit oder zur richtigen Zeit zusammenkommt. Jawohl. Zurück zum Händler. Shit, falsche Waffe. Wo wart ihr denn jetzt? Warte mal, Federn. Gib mal ein Knochenmesser. Ah, genau, ich krieg doch hier reichlich Federn. Federn. 50 Federn. Und ihr kriegt doch ein bisschen Schmarrer für die Beete. Okay. Stimmt, habe ich ja gar nicht dran gedacht, dass ich so viele Federn haben. 100 Federn, dann mache ich mir 100 Bolzen draus. So, pass auf. Federn, Rezepte. Nein, halt, Steinbolzen. 48 nur? Ach, Steine. Okay. Oh, ach doch, ich kann ja aus 15 Metern springen, wa? Genau. So. Was behalten wir jetzt? Das. So. Ernsthaft? Wow. Wow. Freunde, das war nicht nett. Ich brauche mehr Ausdauer. Oh, warte mal, ich kann da futtern. Und jetzt Handschuhe. Was machen meine Handschuhe? Verstrahlter Schaden plus 5%. Ach so, die Strahlung absorbieren. Ja gut, Nahkampfschaden, so nah will ich nicht ran. 17 Rüstung. 8 Rüstung. Ein stärkerer Griff, der dich nicht erschöpft, erhöht die maximale Ausdauer. Hm. Ich behalte sie erstmal. Bleh. Nee. Da komme ich nicht durch. Ich muss die Straße nehmen. So. Zurück zum Händler. Ja, dann werde ich mein Zeug ablegen und dann werden wir eine Schmiede bauen. 3 Uhr, das könnten wir vielleicht sogar noch schaffen. Ach, in einer halben Stunde sind wir wieder sicher. Dann werden die Zombies ja wieder langsam. Checkpoint. Check-in. Ach so, das ist Militärlager. Ja, ja.
Ja, stimmt. Das werden wir auch mal ausnehmen. So. Oh, hallo. Habe ich dich gerade beim Sterben gestört? Ich wollte den Honig mitnehmen. Damit kannst du eh nichts mehr anfangen. Der heilt Infektionen, aber nicht deine. Moment mal. Danke. Und danke. So. Gut, dann haben wir jetzt eine Schmiede. Oh, ich hoffe, die kriegen wir zusammen. Müsste eigentlich klappen. Ja, da müssten wir Platz lassen für 2 oder 3 Schmieden. Mal gucken, wie groß sie, wie breit die sind. Und dann eine Werkbank. Chemietisch, habe ich gesehen. Juhu. Und dann kommt's Lagerfeuer. Ja, und dann können wir nämlich andere Seite zumachen. Das klappt. Steine brauchen wir. Seht ihr? Der nächste große Steinhaufen. Ich nehme jetzt, ich habe 100 Pfeile. Der nächste große Steinhaufen ist unserer. Und das Ding hier. Oh, Entschuldigung. Oh, na gut, hat keinen Schaden genommen. Das hier brauchen wir. Ja, ich bin schon wieder durstig. Du hab dich nicht so. Haben wir noch was? Nein. Höchstens Goldrutentee. Genau, so. Brauchen wir, haben wir gesagt, wa? Lehm haben wir, aber auch nicht genug. Ich hoffe, wir haben zu Hause genug Lehm. Jetzt haben wir 50 Steine. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Also. Wir brauchen den Lehm. Rezepte. Pflastersteine. 50. Okay. So. Schmiede. So. Schmiede. 50 Pflastersteine, 1 Holzklotz, 10 Leder, 3 Klebeband und 3 kurze Eisenrohre. So, Klebeband. Drei kurze Eisenrohr. Da. Und die Eisenrohr haben wir auch schon irgendwo gehabt. Rikok können wir verkaufen. Die Mod behalten wir. Ich dachte, ich hätte Eisenrohre gehabt. Ich habe da haufenweise gehabt von dem Zeug. Da. 3 Eisenrohre. Und was haben wir gesagt? 10 Leder.
Da. Und ein Holzklotz. Den kriegen wir, glaube ich, vom Baum. Ach so, nee, den stelle ich aus Holzbrettern her, glaube ich. Da, da ist er. So, und jetzt Schmiede. 20 Sekunden. Dann wissen wir es. Ich hoffe, die ist nur ein Feld breit. Dass sie einfach hier so hin kann. Stellen wir hier eine zweite hin und eine dritte. Arbeitsplatz, Chemietisch und hier hinten ein Lagerfeuer. Dann machen wir eine Reihe Sammelkisten hier. Bing. Ja, cool. Perfekt. So. Eisen, Messing, Blei, Sand, Stein, Lehm. Pass auf, da kriegst du den Lehm. Und Eisen. Wir haben ja überall Eisen verteilt. Wo sind Eisen da? Nein. Nein. Doch, hier ist das Eisen. So. Jetzt machen wir Eisen da rein. Minuten. 20 Minuten. Einschalten. Ah. Der frisst das jetzt hier rein und dann kann ich daraus geschmiedetes Eisen, geschmiedetes Stein, Visierlinsen, Zement herstellen. Ah. Cool. Nägel. Ja, geil. Okay, Stein. Kurzes Eisenrohr, genau. Ach, Lehm für die Form. Genau. Bin ich dabei. Okay, dann wird das meine Eisenschmiede. Dann machen wir hier noch eine Messingschmiede, eine Bleischmiede und Sand und Stein. Also, Messing und Blei ist dafür Waffen. Und dann hier die dritte. Arbeitstisch, Chemiestation. Jo. Bin ich dabei. So, wir haben festgestellt, dass wir hier Pilze haben. Maisanbau, Anbau, Anbau. Okay. Dann 6 Uhr, Trader Rekt. Dann war's das. Ich würde sagen, wir beenden die Folge jetzt mit Trader Rekt. Holen uns jetzt noch unseren Preis ab. Moin! Hast du mich erschreckt? Ach so, da ist ja noch was drin. Irgendwas zu verkaufen drin? Nee. Komm, du nicht. Ich habe jetzt Feierabend, ja? Sag mal. So, Rekt, mein Freund. Tag 11. Wann geht's los? Tag 14, wa? Oh, da haben wir ja gar nicht mehr viel Zeit. Dann werden wir morgen die Falle bauen müssen. You think you're pretty smart now, don't you? Here's your pay, Einstein. Der große Kuh. Gesicherte Gebiete werden von Dieben gemäht, aber mit den Geheimnissen in diesem Buch kein Ort mehr vor dir sicher. Verursacht 20% mehr Schaden an Eigentum in einem gesicherten Gebiet. Naja, das ist PvP, wa? Handgun, Handfeuerwaffen. Brauche ich nicht. Ich nehme das Zeitschriftenpaket. Danke. What's it gonna be, huh? Die kannst du haben. Die kannst du haben. Botkin-Pfeilspitzen, um panzerbrechende Pfeile und Bolzen zu fertigen. Die heben wir mal auf. So, hattest du irgendwas, was ich gerne haben wollte? Erhöht die Tausammelrate. Das ist eigentlich eine gute Idee.
dann arbeitet mein Tausammler schneller. Das sollte mir das Geld wert sein. Nitrat, Schießpulver brauchen wir nicht. Reparaturkits, Essen und Trinken. Rüstungen. Barhocker, Klimaanlagen. Den habe ich dir gerade verkauft. Ich nehme mal den Sammler mit, ja? Danke. Tschüss. Shit, man. I treat you that good and you don't even fucking tip me. Ah, weißt du was? Warte mal, wo? Das ist jetzt Nordosten, Norden. Gib mir mal eine Mission im Norden. Beseitige Zombies im Osten. Ja, wobei. Machen wir. Wir werden im Osten Zombies beseitigen? Hey, Jerk. You need some Home work? Of Jack Canada. What are you standing there for? Don't you have work to genau. Do? Dann werden wir morgen alle Zombies beseitigen. Ach, Osten ist da. Na ja, gut. Fahren dann rüber zu unserer Zombie-Falle. Und dann baue ich dort alle Halben weg, damit die dort nicht reinkommen. So. Oh, danke. Hier kommt jetzt der Tausammler. Ah. Eine Plane und da ist der Wasserfilter. Den kann ich noch aus der 321. Gut. Ah, und hier wachsen meine Bäume. Sehr gut. Perfekt. So, Holz. Genau. Folgender Plan. Ich mache hier Feierabend. So, stelle hier eine Reihe Kisten hin zum Sammeln. Mache hier das Lagerfeuer hin. Genau, mache hier die Essenskiste hin. So. Lagerfeuer. Wo ist es da? So, mit Essenskiste. Jetzt ist aber endgültig Schluss. Feierabend. So. Hier können wir ein Fenster hinmachen. Hier kommen die Kisten hin. Für Krempel. Da wird der ganze Krempel einsortiert. Hier kommen die Arbeitsstationen hin. Und dann machen wir hier hinten zu. Dach drauf. Fertig. Jetzt ist aber erstmal Feierabend. Danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut. Genießt den Tag. Und vor allem, see you later.